Am Sonntag ist es soweit. Energieministerin Leonore Gewessler und Finanzminister Magnus Brunner, die werden in einer Pressekonferenz um die Mittagszeit bekannt geben, wie es weitergehen soll mit den Energiepreisen. Es sind hier zwei Pakete auch vorgesehen. Ein erstes, das kurzfristig angesetzt ist, das bis Weihnachten in Geltung bleiben soll. Es sieht hier einige Änderungen auch vor, vielleicht auch schon hinsichtlich des Spritpreises, denn der Verkehr, der ist enorm. Mineralölsteuer wurde ja von Magnus Brunner immer wieder auch genannt, dass es hier zu Vereinfachungen kommen soll. Ein zweiter Punkt ist allerdings ein langfristiges Paket, das am Sonntag wahrscheinlich noch nicht beschlossen wird. Die Frage ist, wie geht es weiter in den nächsten Tagen? Es soll hier ja auch zu einem Treffen kommen mit allen Sozialpartnern, und zwar bereits am Mittwoch. Auch Vertreter aus dem Pensionistenverband sollen hier dabei sein, und man möchte darüber sprechen, wie man die Teuerungswelle in Österreich ein bisschen abflachen kann. In diesem Zusammenhang auch interessant ist eine Maßnahme, die jetzt die Justizministerin prüft, nämlich Alma Sadic. Es geht um die hohen Spritpreise und einen möglichen Verdacht auf Preisabsprachen. Das Bagatelldelikt würde dann, sollte sich das hier tatsächlich herauskristallisieren, auch geltend werden. Das hätte zur Folge, dass bei einem Vergehen der jeweilige Betreiber bis zu 10% seines Jahresumsatzes als Bußgeld zu leisten hat oder auch Hausdurchsuchungen, die möglich sind, aber es wird jetzt einmal erst untersucht. Wie es im Detail aussieht, das erfahren wir morgen, und wie es aussieht hinsichtlich möglicher Preisabsprachen, das wird auch geprüft.